Glaubenssätze und Referenzerfahrungen. In einem der letzten Videos habe ich bereits angesprochen, dass eins der wichtigsten Dinge, um neue Sachen zu lernen, ist, sie eben Erfahrungen anzusammeln. Das ist eher irgendwie logisch, dass man sich sogenannte Referenzerfahrungen einsammelt und aus denen versucht, es so gut wie es geht, eben zu lernen. Das heißt, wenn du besser werden möchtest in Social Skills, im Verkaufen, in allen möglichen Dingen, dann ist es ein Fehler, erst zu sagen, okay, ich lese quasi erst die Anleitung und versuche das Ganze perfekt zu machen, sondern spring ins kalte Wasser, starte möglichst heute, sammle die ersten Referenzerfahrungen und dann liest du erst die Anleitung. Und mit der Anleitung machen die, oder mit den Referenzerfahrungen, erst dann macht das, was du theoretisch lernst, auch so richtig Sinn. Ja, das ist die eine Hälfte. Jetzt gibt es aber natürlich noch eine andere Seite, wie du diese Referenzerfahrungen quasi verarbeitest, sodass sie dir den größten Nutzen bringen. Und das ist eben die Referenzerfahrungen so umzubasteln im Geist, dass sie den Glaubenssätzen nutzen, die du haben möchtest. Das ist eine alte Geschichte. Wie du weißt, wie du die Welt wahrnimmst, ist abhängig von dem, welchen Glauben du von der Welt hast, also welche Glaubenssätze im Geist drinnen sind, welches Modell der Welt in deinem Kopf sich befindet. Und dieses Modell ist ziemlich zufällig entstanden, eben durch deine Erziehung, durch Zufälle, durch alles Mögliche, wo du mal mehr und mal weniger Einfluss darauf hast. Nehmen wir jetzt das Beispiel Social Skills. Vielleicht hast du das Gefühl, du bist eine schüchterne Person. Vielleicht bist du jemand, der das Gefühl hat, eben ein leichter Sozialphobiker zu sein. Jemand, der das Gefühl hat, ja, ich habe halt kein Talent dafür, mit Menschen umzugehen. Kann durchaus sein, aber sich darauf zu verlassen, ist natürlich nicht sonderlich gut, weil letztendlich sind Social Skills eben Skills, das heißt Dinge, die du lernen kannst, auch wenn es ein bisschen eine Zeit lang dauert. Sicher, es gibt Leute, die haben ein Talent dafür, aber du kannst extrem viel eben auch lernen und du kannst mindestens so gut werden wie jemand mit einem großen Talent, der nichts tut. Weil harte Arbeit schlägt immer Talent, solange Talent nicht hart arbeitet. Weil natürlich, wenn du Talent hast und dich volle Wäsche drauf konzentrierst, das ist natürlich das Optimum, aber wenn du das nicht bist, was soll's? Du kannst trotzdem besser werden als 90% der meisten. Zurück zum Thema, eben die Referenzerfahrungen. Das heißt, du baust Social Skills auf. Du heißt, du gehst auf Menschen zu, du gehst zu Veranstaltungen, versuchst dort mit Leuten einen Kontakt herzustellen, versuchst dort mit Menschen zu reden, mit Freunden und so weiter. All diese Dinge, all diese Erfahrungen sind eben Referenzerfahrungen. Jetzt haben wir gelernt, du solltest daraus lernen. Aber jetzt kannst du auch die Dinge so eben umwandeln, dass sie eben dem Glauben, den du von dir selbst und von der Welt haben möchtest, eben bestärkt. Das heißt, angenommen, du gehst auf eine Person zu und es läuft okay. Jetzt machen die meisten eben, wenn dein Glaubenssatz eher bis ins Negative denkt, sagt, ja, das war Zufall, dass das so gut funktioniert. Normalerweise wäre es sicher schlechter gelaufen. Und in dem Moment, wo es schlecht läuft, dann denkst du, es liegt an mir, dass es so schlecht läuft. Das heißt, sie disqualifizieren das Positive. Das heißt, alles, was positiv ist, ist ein Zufall und alles, was negativ ist, ist ihre Schuld. Und das ist so ein typisches Muster, was leider viele haben, was aber eben nur ein Muster ist, das verändert werden könnte. Viel besser ist es eben, ein umgekehrtes Ding zu haben. Das heißt, dass du sagst, okay, wenn es gut läuft, ja, meine Social Skills wären besser, deswegen ist es so gut gelaufen. Und wenn es schlecht läuft, ja gut, vielleicht hat der Typ einen schlechten Tag gehabt oder so. Und auf die Art und Weise speicherst du die Glaubenssätze sehr viel positiver ein. Das heißt, du kannst jede Erfahrung hernehmen, dir überlegen, welchen Glaubenssatz und welchen Glauben du haben möchtest und dann einfach die Referenzerfahrungen so umdeuten, dass sie wiederum deinen Glaubenssatz bestärken. Das heißt, zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin gut im Kommunizieren mit Menschen. Das heißt, ich bin jemand, den die Leute mögen, anstelle zu sagen, hey, ich bin jemand, den die Leute nicht mögen und so weiter. Eine coole Geschichte ist eben eine Metapher, die ist vom Tony Robbins, oder es kommt eigentlich aus dem NLP, aber er hat es richtig schön eben in einem Buch dargestellt. Das ist, Glaubenssätze sind die eine Sache, aber eben die Referenzerfahrungen sind das ist wie ein Tisch. Der Glaubenssatz ist die Tischfläche und die
Die Stuhlbeine oder die Tischbeine sind quasi die Referenzerfahrungen. Und erst wenn die am Platz sind, erst dann steht der Tisch halbwegs stabil. Und die besten Glaubenssätze, weil es gibt ja auch verschiedene Techniken. Das heißt, man kann sich den Glaubenssatz immer wieder quasi einreden, dann verschiedene Visualisierungsübungen machen. Aber am besten sind logischerweise Glaubenssätze, die auf der Realität beruhen. Aber das Schöne ist ja eben, die Realität ist ja ziemlich ein formbarer Begriff, weil jeder nimmt die Realität anders wahr. Jede Realität ist anders und du hast sehr viel Interpretationsspielraum, wie du eben die Realität, deine Erfahrungen bewertest. Darum macht es durchaus Sinn, diese Erfahrungen, die du machst, bewusst machst, wo du quasi Aktion ergreifst, wo du etwas tust. Wenn du diese Referenzerfahrungen, die daher kommen, dann wirklich auch so bewertest für dich selber, dass sie die Dinge, dieses Glauben von dir selber bestärken, den du eben haben möchtest. Dass du sagst, okay, ich möchte eben ein positiver Mensch sein, deswegen bewerte ich die Dinge auch positiv. Ich möchte ein Kommunikator sein, jemand, der gut ist im Umgang mit Menschen. Deswegen, das ist auch sehr groß eben ein Glaubenssatz. Deswegen kann ich die Erfahrungen, die ich mache, eben möglichst gut so bewerten, dass sie mir entsprechend auch helfen. Weil erst dann machen die Dinge Sinn. Erst dann brennen sich die Dinge, die du haben möchtest, auch ordentlich in dein Gehirn ein. Und erst dann kannst du die Veränderung hervorrufen, die du eben hervorrufen möchtest. Es braucht ein bisschen Disziplin, es braucht ein bisschen auch eine Zeit, dass du dir wirklich hinsetzt, nachdem du irgendwo unterwegs warst, wo du neue Leute kennengelernt hast und dir dann wirklich die sämtlichen Erfahrungen auch wieder durch den Kopf gehen lässt. Einfach mal bewusst beobachtest, was dein Hirn automatisch sagt und dann eben so oft reframest, bis diese Erfahrung vom Glauben her so Sinn macht, dass dir diese Erfahrung auch langfristig eben nutzt. Weil ansonsten macht es nicht sonderlich viel Sinn. So viel dazu. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht, was ich erzählt habe. Wenn du Fragen hast, schreib mir einen Kommentar. Wenn es nicht viel Sinn gemacht hat, mache ich ein neues Video. Aber ansonsten Daumen nach oben teilen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.